Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Escape from Tarkov. Wir spielen heute nachts auf Interchange. Und zwar haben wir die Peacekeeper-Mission, wo man alle Maps überleben muss, ohne einmal zu sterben. Und das hier ist die letzte Map, die ich noch machen muss. Und ich gehe nachts rein. Ich habe alle Maps nachts gemacht, bis auf Labs. Labs war meine allererste Map, die ich gespielt habe. Danach bin ich auf Factory gegangen. Dann habe ich Shoreline gemacht, dann habe ich Woods gemacht, dann habe ich Customs gemacht und jetzt kommt Interchange. Mein Ziel ist hier drinnen nicht reinstürmen und alles drum und dran. Mein Ziel ist es einfach in der Mission leise und behutsam vorzugehen. Also es kann nur sein, dass die Runde länger geht oder halt ganz kurz. Drückt mir die Daumen, dass ich hier rauskomme und damit die Mission abschließe, weil wenn ich jetzt hier sterben sollte in dieser Mission, dann ist mein Fortschritt in der Mission failed. Das heißt, ich darf alle Maps nochmal spielen und nochmal alle Maps überleben. Und ich hoffe natürlich, dass es gleich losgeht, weil nachts spielen nicht so viele, das ist immer so. Raiding for Players, das dauert dann immer ein bisschen länger. Hier war gerade mal einer in der Lobby, jetzt geht's los. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe. Ich drück mir selber die Daumen. Ich bin sehr aufgeregt. Mein Herz pumpt jetzt schon, obwohl die Map noch nicht mal angefangen hat. Die Runde noch nicht mal angefangen hat. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich komme gut durch. Wir müssen hier auf jeden Fall surviven. Kein Run Trout. Wir müssen wirklich surviven. Das heißt, wir müssten was looten. Wir müssen was töten. Und ich bin hier voll equipped rein. Ihr habt ja gesehen, wie ich aussehe in meinem Bildchen da. Wir spawnen gleich hier. Wir ziehen uns gleich hier ein bisschen zurück. Ich habe hier auf jeden Fall. Oh. Ich sehe gerade, ihr erkennt mich gerade gar nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir machen die Cam einfach aus. Warte, ich mach mal die Cam aus. Die Cam, die ist jetzt eh sinnlos. Brauchen wir jetzt nicht. Ihr hört mich jetzt bloß, weil das Chroma noch drinne war und durch das Grün vom Nachtsichtgerät bringt mir die Chroma-Einstellung nichts. Da müsste ich alles wieder umstellen. Das lassen wir jetzt einfach mal. So. Ihr hört mich ja natürlich trotzdem. Das ist ja egal. Halt mal ohne Cam. Der Mond scheint ziemlich dolle. Wird auch schon geschossen. Ach nee, das lassen wir leer, komm. Aber wir haben es gelootet. Brauchen wir nicht. Auf jeden Fall so Sachen genau auf die andere Seite. Unser Ausgang ist ja Nordwest Exfit oder Power Station mit Geld. Da ist das Auto. So.
Wie gesagt, die Map. Also die Runde kann länger gehen, die Aufnahme. Ich möchte hier wirklich behutsam vorgehen. Ich hoffe, ihr versteht das. Kann auch mal langweilig werden, aber ich möchte halt nicht jetzt gleich schon auf den ersten Metern sterben. Am besten natürlich durchkommen, weil das die letzte Karte ist, die ich noch spielen muss. Und dadurch bin ich doch ein bisschen vorsichtiger. Normalerweise laufen wir auch um, was gibt's denn? Nur Müll hier drin. Hier drin ist es ziemlich helle. Ich höre aber nichts mehr, das ist alles so leise und so ruhig. Ich hasse die Totenstille. Ah, da hinten hat was geschossen.
Nehmen wir einfach mit. Ich hab grad was rennen hören. Kann es sein, dass es in der Tiefgarage war? Bin mir aber nicht sicher. Schon der ganze Zeit was laufen. Хуяр, медведя! Не, блядь, жрись, сука! Noch ein Skiff. Das ist hell. Und nicht ausschießen. Schießt aber schallgedämpft ganz weit weg. Weiß nicht, ob er das hört. Ich höre es. Keine Gnade den Axtrunnern, meine Meinung. Da könnte mich hinterrücks töten. So, und jetzt müssen wir eigentlich schon mal raus.
Ja, wir werden so gleich hier hinten rausgehen. Ich möchte hier eigentlich nicht jetzt mich hier drinnen noch groß beschäftigen. Das soll eigentlich bloß eine leise rein, leise raus Runde sein. Weil mir geht es eigentlich nur um die Mission. Ich muss überleben, muss surviven. Und nicht hier killen, killen, killen. Hoffentlich versteht das alle. Hier ist ein Skiff. Mir klopft das Herz. Wir können überall ein Gegner sein. Wir looten den einfach noch wegen der Punkte. Skeff-Weste brauche ich. Ich habe die Mission, da muss ich mich als Skeff verkleiden. Also nehmen wir das auch mit. Der X-Ling, sagen manche, ja, lass doch den X-Ling ruhen, der hat sich ergeben und bla. Aber ich brauche die Punkte für ein Survive. Und X-Linge sind manchmal so hinterhältig. Ich traue hier niemand außer deinen eigenen Leuten. Bei einer nächsten Gelegenheit, wenn er eine Waffe findet, versucht er mich über den Haufen zu schießen bei meinem Equip. Das möchte ich garantiert nicht riskieren. So. Wir versuchen jetzt zu escapen. Und bin froh, wenn ich die Mission hinter mir habe. Das war schon nervenaufreibend bei allen Maps zu überleben. Zu surviven, Punkte zu holen, ohne zu sterben. Die Mission war schon nicht ohne. Bis jetzt.
Ich bin ja noch nicht raus. Könnten noch Exit-Camper da sein, die mich wegholen. Aber wie gesagt, die Leute, die mich abonniert haben und die schon länger dabei sind, die kennen mich ja. Die wissen, wie das bei mir abläuft. Bei mir kommt ungeschnittenes Videomaterial, also ich schneide nicht. Die meisten YouTuber, die ihr so kennt, so, oder die meisten Leute, die gucken sich halt gerne nur die Action-Szenen an, das Rumgeballer. Gibt's bei mir nicht, bei mir gibt's das volle Gameplay, so wie ich das Spiel auch spiele, so wie ich die Runde erlebe. Und nicht anders. Ich versuche immer so um die 30 Minuten zu bleiben, damit die Runde nicht allzu lang wird. Aber die Leute, die mich kennen, die meine Videos gucken und deshalb auch abonniert haben, die wissen, worauf sie sich einlassen. Es kann auch mal langweilige Missionen geben oder langweilige Aufnahmen, Runden. Aber ich versuche das immer so im Rahmen zu halten, dass immer mal ein bisschen was passiert, Spannung aufkommt. Spannung lebt vor der Atmosphäre bei Tarkov. Es kann auch mal eine Runde zu Ende gehen, ohne einen Schuss abzugeben und trotzdem war Spannung da. Und das ist bis jetzt das einzigste Spiel, was mich diese Spannung spüren lässt. Andere Spiele haben das nicht. Hier ist halt auch der Druck dahinter, dass man unbeschadet durchkommt, sein Loot nicht verliert, weil alles, was man ja wie gesagt verliert, ist weg. Außer man versichert und dann ist es immer noch nicht sicher, ob es wiederkommt. So, hier vorne ist der Ausgang. Hoffen wir mal, dass hier kein Exit-Camper rumgammelt, der mich jetzt ja wegholen will. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr schade, wenn ihr im Exit-Camper rumgammelt. Sieht aber gut aus. Und wir haben es geschafft. Mission beendet und ich hoffe, es war ein Survive, bitte. Ja, es war ein Survive. Wir haben die Mission beendet. Machen wir die Cam wieder an. So, wir haben die Mission beendet. Und das hier ist diese Mission. Das war Level 39 Chauffeur. Ich bin Level 42, habe die 40er Marke geknackt, wie gesagt. Und für die Mission ist halt... ist schon hart. Also die Mission war schon schwer. So sieht derzeit mein Stash aus, der ist schon relativ voll. Viel Schrott dabei, hier ist meine Lucky Scap Box, da tue ich schon mal den ganzen Müll rein. Und das können wir verkaufen, Müll, können wir auch verkaufen. Die Scap Westen brauche ich, das können wir verkaufen, das auch. Scap Westen sind für diese Mission, die ich brauche. Da muss ich halt als Scap verkleiden, Shanga tragen und eine Schrotflinte. Und die verkaufen wir auch. Haben wir alles so. Gut. Ja, das hier ist mein Stash. Wie gesagt, ich habe oben mein Trinken, wie immer. So, hier habe ich mein Mate Case, hier habe ich mein Geld. Abo, Weapon Cases, also Waffen, Pistolen Cases. Dann habe ich hier halt diese Waffen drinne. Diese Waffen drinne, diese Waffen drinne, plus diese Waffen und plus diese Waffen. Und dann halt hier noch die Vereinzelten, die ich gelootet habe. Die habe ich in der letzten Runde Customs von jemand gelootet. Das sind halt so meine Klamottenmäßigen, die sind nur nochmal vollgestopft mit Zeug. Wie gesagt. Und diese Mission, die ich halt abschließen musste, war diese hier vom Peacekeeper. Die habe ich gefinished endlich. Und hier steht halt auch drin, dass man nicht sterben darf. Und das ist hier, das ist so eine Art, neue Leute sind gekommen. Die wollen also nach Tarkov gekommen, die wollten halt gute Spots und alles sehen dafür und da durfte halt auch nicht sterben dabei, weil wie soll ich denen das zeigen, wenn ich sterbe? Und die belohnen mich auf jeden Fall gut. Das heißt,
Ich bekomme erstmal 100.000 XP, dann bekomme ich 25.000 Dollar. Peacekeeper ist egal, dann wird das EOTech HS, also das Hybrid-Scope, in Tarnmuster freigeschalten. Dann wird die Armorplatte für den Helm freigeschalten, das neue Magazin freigeschalten und ich krieg das auch nochmal alles. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Jetzt haben wir das auf jeden Fall abgeschlossen und ich bin echt froh darüber. So, und jetzt haben wir hier erstmal die 25.000 Dollar. Das ist schon eine Menge für diese Mission. Dann haben wir hier das Scope, die Helmplatte und die drei Magazine. Ich denke mal, die Magazine, das wären, wenn wir gleich mal gucken. Wie gesagt, das Hybridvisier, das spiele ich sehr, sau, sau gerne. Das ist diesmal halt in so einer, sagen wir mal, ockerfarbenen Variante. Das gibt es nochmal in normal grau, schwarz. Dann haben wir hier die Helmplatte. Das ist eine Helmplatte für einen Helm. Der schützt nochmal extra, wenn von vorne eine Kugel kommt. Ich weiß jetzt bloß nicht, welcher Helm. Passt das an den? Ja, gut, passt an den. Können wir uns gleich mal angucken. Da sehen wir uns halt hier oben. Ist nochmal die Platte drauf. Die Platte schützt nochmal extra vor Kugel auf dem Kopf. Die Armorplatte hat extra nochmal, können wir mal gucken. Armorklasse 5. Das ist auch Poly, also Polymergelumpe. Armor Points hat 30. Natürlich relativ geil. So, und dann haben wir hier diese Magazine. Diese Magazine sind für 30 Round Magazin vor 5, 56, 45 Ammo vor SLR 106 Kompetale with AK Base System in the same Kaliber. Also man kann diese bei der M4 benutzen und bei AK Systemen dieses selbe Kaliber benutzen. Wirklich sehr geil. Warum nicht? Ich bedanke mich zum Zugucken. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin reingehauen, euer Stanner. Ich bin froh, Stein ist vom Herzen gefallen, dass ich endlich die Mission zu Ende habe. Haut rein, ciao.